Hallo YouTube, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr The Legend of Zelda Breath of the Wild auf eurem PC installiert, wie ihr es dann im Endeffekt auch starten könnt, wie ihr die Grafik selber einstellt, die FPS-Rate gut ist und generell wie ihr auch Reshading nutzen könnt. Das alles erfahrt ihr jetzt in diesem Video, dazu möchte ich aber noch sagen, dass dieses Video wirklich ein ausführliches Video von 0 auf 100 ist. Das bedeutet, in diesem Video zeige ich euch auch, wie ihr Zemu installiert, wie ihr das Spiel The Legend of Zelda Breath of the Wild installiert, das heißt, woher ihr das bekommt, genauso wie Reshading, welche Reshading Packs man wie benutzen sollte, welche Programme man benutzen kann, um die FPS zu stabilisieren, alles drum und dran. Das hier ist wirklich ein richtig ausführliches Video, wie ihr quasi von 0 auf 100 dieses Spiel perfekt spielen könnt. Bei mir läuft es übrigens auf meiner Grafikkarte. Ich habe die Nvidia GTX 1070 und als Prozessor habe ich den AMD Ryzen 7 3800 XT und ich habe 16 GB RAM. Das heißt, falls ihr besseres Equipment habt als ich, bei dem PCs wird es auf jeden Fall später laufen. Falls ihr schlechteres habt als ich, kann ich nie wirklich bestätigen, aber am Schluss könnt ihr dann natürlich immer noch selbstständig einstellen, welche Grafikeinstellung ihr denn nun nutzt. Am Ende des Videos gibt es dann auch noch ein paar Vergleichsbilder quasi von, wie es im Originalen aussieht und wie es halt hier jetzt aussieht. Deswegen, ich hoffe einfach, dass ihr alles versteht, weil das natürlich an manchen Stellen auch etwas komplizierter werden kann. Aber ihr müsst einfach nur genau das tun, was ich in diesem Video zeige, und wenn ihr irgendwann nicht hinterherkommt, könnt ihr natürlich immer noch in die Kommentaren fragen. Dann erkläre ich euch das nochmal, wenn nötig, vielleicht auch sogar auf Discord. Also dann fangen wir an mit dem Tutorial. Also das erste, was ihr macht, ist einen Ordner zu erstellen auf eurer Festplatte oder auf eurem Desktop, je nachdem, wo ihr wollt, dass das Spiel dahinterher und alle anderen Programme drauf laufen. Bei mir ist es so, ich habe das jetzt bei meiner Festplatte drauf gespeichert, wo halt 2 GB sind, und habe diesem Ordner quasi eine Verknüpfung erstellt. Das können wir hier auch umbenennen, zum Beispiel nur in das. Das heißt, das ist euch zu überlassen, aber das ist halt eine Verknüpfung, die ich erstellt habe. Hier drinne befinden sich folgende Dateien. Diese ganzen hier. Und jetzt kann ich auch das hier öffnen. Quasi diese ganzen Dateien müssen wir jetzt erstmal installieren und in diesen Ordner reinpacken. Und dazu seht ihr diese Links hier. Ich habe diese ganzen Links aus dem Internet von verschiedenen YouTubern, von verschiedenen Seiten zusammengerufen, damit ich sagen kann, diese ganzen Links brauchen wir, damit das Spiel am Schluss so läuft, wie ihr es eben gesehen habt. Also, hier zeige ich euch auch erstmal, wie ihr das Ganze runterladet. Also erstmal, ich habe den Ordner ZBOTW genannt und hier drinne sind dann diese ganzen Dateien. Diese drei Dateien habe ich dann entpackt und diese sind wichtig, denn das hier ist das Spiel The Legend of Zelda Breath of the Wild, das hier sind die DLCs und das ist die Spielerversion und alles drei müssen wir hinterher in Zemu installieren. Das nächste, was wir machen, ist natürlich auch direkt Zemu installieren. Dazu gehen wir hier auf den Link in meiner Videobeschreibung. Hierzu müsst ihr einmal das hier runterladen. Diese Datei, die sehen wir auch hier. Die müsst ihr dann einfach nur anklicken, installieren, dann müsst ihr euren PC neu starten, weil die ist wichtig, damit Zemu dann auch überhaupt läuft. So, soweit ihr das gemacht habt, ladet ihr euch hier die neueste Zemu-Version runter. Dann habt ihr hier wieder einen Ordner, den packt ihr, das ist der hier und hier drinnen befinden sich die Dateien, genauso wie Zemu. Aber ihr dürft Zemu noch nicht starten, das zeige ich euch nämlich gleich. Als nächstes geht es weiter hier mit BSOD, FPS-Dings. Das heißt, diese Datei ist wichtig, die ladet ihr euch runter. Und hier bei mir ist jetzt nur mal das Google-Fenster, denn wenn man hier die Datei eingibt, wird sie automatisch hier unten runtergeladen. Für die Leute, die sich jetzt fragen, dass sich die Seite nicht öffnet oder so, auf dem Handy oder sonst was, falls ihr auf dem Handy seid. Das installiert sich automatisch. Und diese Datei ist dann diese, ist natürlich wieder unpackt. Und hier drinnen befinden sich auch Sachen, die wir hinterher einfügen müssen und die auch wichtig sind. So, danach müssen wir RTSS downloaden. Das ist quasi dafür verantwortlich, beziehungsweise hiermit können wir am Schluss das Spiel stabilisieren, damit es auch stabil
Läuft. Hier dasselbe wieder runtergeladen. Hier entpacken, dann ist es, glaube ich, ja, hier drinne und dann können die es hier drüber quasi starten bzw. installieren dann. So, das nächste, was ich brauche, sind Keys. Die Keys sind dann auch wichtig. Die sind hier drinne. Ladet ihr euch einfach hier mit runter und dann habt ihr hier die ganzen Keys. Denn die müssen wir am Schluss natürlich auch nochmal einfügen. So, das nächste ist ein Reshade. Reshade ist dafür da, dass man am Schluss die Grafik nochmal verbessern kann. Reshade ladet ihr euch dann hier rüber runter, einfach auf Download klicken. Und dann habe ich hier nochmal ein schönes Reshade-Pack gefunden. Also das, was ich nutze und das wahrscheinlich auch das benutzteste Reshade-Pack. Und zwar das hier. Da klickt ihr einfach hier auf Blue Legacy Reshade und dann ladet ihr euch das quasi direkt runter. So. Wenn ihr alles runtergeladen habt und alles in den Ordner reingepackt habt, sollte der Ordner bei euch so aussehen, ohne natürlich diese Datei. Das sind quasi die Notizen, die ich mir gemacht habe. So, Leute, ich habe eine Datei hier gerade noch vergessen und das ist hier Cimu Hook. Diese Datei, die habe ich hier nochmal eingefügt. Da habt ihr einfach einen Link, der wird bei euch wahrscheinlich bei YouTube auch unten zu sehen sein. Und hier ladet ihr euch einfach hier über die neueste Version Cimu Hook. Ja, Version 12.1 bis Version 1.22.6 ladet ihr euch runter, genauso wie hier, entpacken und dann geht es eigentlich auch schon los mit der richtigen Installation. Hatte das nur eben noch vergessen hier einzufügen. So, ihr geht zuerst in den Cimu Hook Ordner rein. Hier befinden sich dann diese Ordner, die macht ihr einfach mal kurz hier kopieren, geht dann in den Cimu Ordner rein und fügt diese ein. Dasselbe macht ihr auch mit den Keys. Die Keys fügt ihr auch in den Cemu-Ordner rein. Datei ist bereits hier drinne. Kopieren, also ersetzt wir gerade mal. Kann sein, dass ich den eben aus Versehen schon reingepackt habe. Auf jeden Fall, die Keys sollten hier drinne auch zu sehen sein. Jetzt könnt ihr ohne Probleme erstmal Cemu öffnen. So, eben gerade gab es noch ein Problem mit Cemu, weil ihr habt ja im Intro gesehen, dass ich The Legend of Zelda Breath of the Wild bereits gestartet hatte und so. Das habe ich gemacht, weil ich den ganzen Vorgang eben gerade vorhin einmal getestet habe und den Ordner habe ich jetzt komplett gelöscht. Das heißt, wenn ihr Cemu öffnet, sollte Cemu bei euch ganz genau so aussehen. So, hier wählt jetzt erstmal aus, wo quasi Cemu bei euch draufkommt und da würde ich euch empfehlen, nicht den Ordner. Den besitze ich auch gar nicht mehr, sondern halt hier erstmal kurz auf euren Ordner, wo ihr jetzt Cemu drauf habt. Bei mir ist es zum Beispiel hier, auch auf euren gespeicherten Cemu-Ordner quasi drauf gehen. Den Ordner, den ihr halt am Anfang erstellt habt. Hier könnt ihr noch auswählen, wo die Spiele gespeichert werden. Da würde ich hier kurz einen neuen Ordner machen, wo drauf steht Spiele. War immer. So. Spiele. Dann gehen wir hier rein und den wählen wir aus. So, hier nochmal Download Community Graphic Packs. Das heißt, hier ladet ihr euch nochmal kurz alle Graphic Packs runter, die wichtig sind. Dann klickt ihr auf Next. Don't show this again. Hier könnt ihr jetzt euren Controller einstellen. Ich habe bei mir einen Xbox Series X Controller und ich möchte auch mit dem spielen. Wie ihr das macht, ist folgendermaßen. Hier ist bisher noch nichts, aber ihr möchtet jetzt quasi den Wii U Pro Controller beispielsweise. Ich möchte jetzt, dass mein Controller virtuell als Wii U Pro Controller erkannt wird. Hier wählt ihr dann X-Input aus und hier dann den Controller, den ihr angeschlossen habt. Das heißt, wir drücken hier drauf und klicken jetzt auf meinem Controller beispielsweise hier auf A. Dann hier auf die B-Taste, die X- und die Y-Taste, dann links, rechts, also links hier die Schultertasten, hier die Triggertasten, hier die Knöpfe, hier jetzt bei dem linken Stick runterdrücken, nach oben, unten, links, rechts, dasselbe hiermit auch. Und, ups, hier war ich ein bisschen zu schnell. Okay, das war nicht richtig. So, auf jeden Fall sind das alle Tasten auf den Controller, die wir jetzt hier erstmal damit connected haben quasi. Hier können wir jetzt dem einen Namen geben, ich nenne es jetzt einfach mal X. Klicken auf Save und jetzt wird mein Controller und jede Tasten erkannt. Bei The Legend of Zelda Breath of the Wild gibt es halt nur das Problem. Beispielsweise die X-Taste ist Springen, B ist Sprinten und bei dem normalen Controller ist B halt unten und X ist oben. Hier ist es jetzt so, dass Springen halt rechts ist. Nein. Springen ist links und Sprinten ist rechts. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann könnt ihr hier beispielsweise den B-Knopf in A umändern.
den A-Knopf in B und halt das machen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Nintendo Switch Pro Controller da drauf funktioniert. Das müsst ihr, glaube ich, einfach mal selbst machen. Ups, jetzt habe ich hier so. Safe. Auf jeden Fall müsst ihr da mal selbst gucken. So, wir klicken dann hier auf Close und haben auf jeden Fall schon mal Cemu installiert. Sieht ja noch relativ langweilig aus. Das ändert sich aber später, denn jetzt wollen wir erstmal das Spiel The Legend of Zelda Breath of the Wild installieren. So, dann klickt ihr hier auf Install. Hier drauf geht ihr dann auf diesen Ordner, beziehungsweise hier habt ihr ja die Datei gerade herausbekommen, und zwar in diesen Ordner. Und hier geht ihr dann auf diese drei Dateien. Okay, hier kann ich nicht so das hier machen, alle markieren. Aber hier wählt ihr jetzt ganz am Anfang die Version in der Mitte auf Code, nicht auf Code, auf Meta drauf und wählt diese Datei aus. Jetzt müsst ihr ein bisschen warten, bis es hier installiert ist. Kann ein bisschen dauern, lehnt euch einfach zurück. Für euch jetzt gerade hier mal im Speed. So, sobald ihr es installiert habt, wie hier, schließt ihr es einmal, geht hier wieder rein und dann solltet ihr sehen, dass hier das Spiel The Legend of Zelda Breath of the Wild erschienen ist. So, wir sehen hier aber, dass hier noch Version 0 steht und kein DLC ist. Das heißt, würden wir es jetzt starten, würdet ihr hier Folgendes zu sehen bekommen. You must perform a system update to play The Legend of Zelda Breath of the Wild returning to Wii U menu. Wenn wir auf OK klicken, übrigens mit dem Controller, passiert nichts, also es wird schwarz und so bleibt es auch. Nichts anderes passiert, das liegt daran, dass wir noch keine Version und die DLCs noch nicht installiert haben. Diese installieren wir, indem wir hier nochmal auf Install Game draufklicken. Hier dann einmal zurück in unseren Ordner gehen, wo wir halt hier die drei Dinge haben. Klicken hier oben auf DLC, nicht Code, hier wieder auf Meta. Und öffnen es und installieren das auch. Genauso wie das andere, das wird jetzt installiert. Fängt jetzt gleich an. Da, wird installiert und ja, das müsst ihr jetzt auch durchlaufen. Das dauert bei mir immer so circa 3 bis 4 Minuten jedes einzelne, das heißt insgesamt schon so 10 bis 15 Minuten sitzt ihr jetzt hier und wartet einfach nur, aber oh, es geht sogar gerade relativ schnell. Naja, ich spule das für euch wie gewohnt vor. So, sobald ihr das hier installiert habt, solltet ihr eine 80 auftauchen bei den DLCs. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Version 208. Dazu klicken wir wieder hier drauf, gehen wieder in diesen Ordner hier rein, klicken hier drauf, schon wieder bin ich auf Code gekommen. So, klicken wir hier in den Meta-Ordner und installieren auch noch das zum Schluss. So, sobald ihr dieses installiert habt, habt ihr hier The Legend of Zelda Breath of the Wild drin, Version 208, DLC 80 und so könnt ihr es jetzt einfach mal starten. Hier könnt ihr auch auf Fullscreen gehen. Und ja, dann zeige ich euch jetzt mal, wie das Spiel jetzt läuft und ich glaube, euch wird dann etwas auffallen. Ich glaube, hier dran kann man es relativ gut erkennen. Die Qualität ist nicht schön. Also das hier ist quasi auch, dass es ab und zu ein bisschen buggt und laggt und Standbilder sind. Und oben links taucht die ganze Zeit diese Benachrichtigung aus, dass gerade diese Shader leiden. Also, und außerdem, ihr seht, die FPS-Rate ist auch nicht gut. Also ihr merkt wirklich, hier stimmt noch einiges nicht und einiges muss nachbearbeitet werden. Dies liegt daran, denn jetzt ist es genau so von der Grafik her, wie es jetzt aussieht, und die ganzen Standbilder und so weiter, ist die originale Wii U Version. Das heißt, so sieht The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Wii U aus. Damit ihr halt einen Vergleich habt. Und ihr seht, hier sind überall
kleine Standbilder und es laggt die ganze Zeit. Und das ist wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen passiert, die das Spiel bestimmt installiert haben, versucht haben, es allein zu machen. Und dann ist das hier passiert. Und hier sieht man auch, ja, es sind nicht viele FPS. Das fühlt sich so an, als wären es wirklich halt nur 30 FPS. Und es ist halt genauso auch in der Wii U-Version. Alles ist auch verpixelt und so. Es sieht alles nicht sonderlich schön aus. Aber das Ganze werden wir natürlich jetzt nochmal ändern. Und am Schluss zeige ich euch ja quasi, das hier ist ja die originale Wii U-Version, einen kleinen Vergleich, wie diese Version dann mit der neuen Version bzw. der überarbeiteten Version, das was wir jetzt machen, aussieht im Vergleich, damit ihr auch wisst, was wir überhaupt alles verändert haben. Jedoch gehen wir jetzt erstmal hier draus raus. Dazu klicken wir hier mal Escape. So, dann haben wir hier das Spiel und gehen hinaus. Denn das Erste, was wir jetzt machen, ist in Cemu ein paar Sachen einzustellen. So, dazu klicken wir hier erstmal auf Options und General Settings. Hier natürlich erstmal die Sprache auf Deutsch stellen. So. Ja, wir müssen es neu starten, aber wir machen auch hier erstmal Konsolensprache, denn wir möchten, dass das Spiel auch auf Deutsch läuft. Ihr könnt ja auch das Spiel, keine Ahnung, welche gibt es, auf Japanisch laufen lassen. Also eure Entscheidung, welcher Sprache ihr quasi das Spiel laufen lassen wollt. Wir starten es jetzt kurz nochmal neu. Und hier müsst ihr jetzt einige Sachen einstellen. Zuerst einmal aktiviert ihr das hier, damit hier auch ein schönes Videoformat benutzt wird. Hier klickt ihr auf eine Millisekunde und dann habt ihr hier eigentlich schon alles eingestellt. Ihr geht jetzt hier in die normalen Einstellungen, denn hier müsst ihr ein paar Sachen einstellen. Ihr wählt hier Vulkan bzw. Wolken aus, denn das ist die Version, wo wir hinterher auch Reshade draufladen müssen, denn sonst laggt es zu sehr. Wenn wir Reshade auf OpenGL draufladen, laggt das Spiel komplett. Da braucht ihr wirklich einen richtig krassen Power-PC, damit ihr das ohne Probleme schafft. Deswegen nehmen wir das hier. Hier, das hier schalten wir auf Off, Fousing, aber das hier schalten wir an, denn das brauchen wir hinterher. Und hier schalten wir auf Billionaire. Ich kann das nicht so gut aussprechen, tut leid. Bei der Audio schaltet ihr auf X-Audio 2 um. Bei dem Overlay hier seht ihr jetzt übrigens auch diese ganzen Benachrichtigungen, die ihr oben links bekommen habt eben. Die können wir hier ausschalten oder einfach hier disablen, beziehungsweise halt ausschalten. Das nächste haben wir es jetzt eigentlich. Ja, wir haben es auf. Nein, wir haben es auf Deutsch, aber es ist immer noch nicht auf Deutsch. Ach ja, das machen wir gleich. So, sonst haben wir eigentlich alles eingestellt, was man hier machen müsste. Wir stellen jetzt aber gleich nochmal im Spiel was ein, denn zuerst müssen wir hier was machen. Denn wir haben ja hier beispielsweise den Guru 3D runtergeladen. Das ist etwas, was wir jetzt mal öffnen bzw. installieren. So, eine Sprache, Deutsch, ja, Continue, weiter, durchlesen. Ich bestätige es. Hier können wir uns jetzt einen Ordner auswählen. Da gehe ich mal auf Desktop bzw. ich gehe hier auf meinen Speicherordner, denn ich speichere wirklich alles, was ich zu dem Thema mache, in diesen selbst erstellten Ordner. Das heißt, wenn irgendwas später kaputt gehen sollte oder irgendeine Datei euren PC angreift sollte oder was auch immer, könnt ihr den gesamten Ordner löschen und dann habt ihr gar nichts mehr hiervon quasi. Und nicht immer den Ordner löschen, dann den und gucken, war das noch dazu, versteht ihr? Deswegen wähle ich jetzt das auf, installiere es dort und weiter. Wenn ihr es dann installiert habt, sollte hier eine Datei auf eurem PC auftauchen, beziehungsweise in eurem Ordner, die River Tuner Statistics Server. Hier klickt ihr drauf und öffnet diese Datei hier müsste es sein. Diese Datei öffnet ihr, dann kommt die Benachrichtigung mit Zustimmen und dann sollte hier oben dieses Symbol auch auftauchen. Hier klickt ihr drauf und dann habt ihr dieses kleine Ding. Das ist dafür da, dass die FPS-Rate am Schluss stabil ist. So. Hier müssen wir jetzt einige Sachen einstellen. Hier zum Beispiel stellen wir 60 ein, weil ich persönlich kann euch nur empfehlen, nicht mehr als 60 FPS. Natürlich 144 FPS ist schön, gerade wenn ihr einen 144 Hertz Monitor habt, so wie ich.
Aber ich möchte euch empfehlen, hierbei, das sind dann wirklich stabile 60 FPS und bei dem höheren Problem funktioniert dieses Programm halt einfach nicht mehr richtig quasi. Das hier schaltet ihr noch an, beziehungsweise müsst ihr nicht. Diese Anzeige hier oben könnt ihr auch ausschalten, wenn ihr nicht wollt, dass sie angezeigt wird. Hiermit. Hiermit wird sie quasi im Spiel angezeigt. Hiermit wird sie ausgeschaltet. Und da könnt ihr alles nochmal selbst einstellen. Aber auf jeden Fall ist wichtig, dass ihr hier 60 stehen habt. So, und diese ganzen Nachrichten tauchen hier gerade auf, irgendwie komisch. So. Dann würde ich euch eigentlich nur noch empfehlen, hier das auch hinzuzufügen. Denn hier klickt ihr jetzt auf Add, geht dann in den Ordner quasi rein. Dazu klicken wir jetzt einfach mal kurz auf dieser PC, hier drauf, auf CEMU-Emulator und dann müsst ihr hier die CEMU-Datei hinzufügen. Sobald sie hinzugefügt ist, habt ihr eigentlich das hier schon gemacht. Das könnt ihr jetzt minimieren. Zumindest steht diese Datei jetzt unter dem Einfluss von der Datei, was dafür sorgt, dass das Spiel nun mal ein bisschen stabiler läuft. Das nächste Wichtige, was wir hier machen müssen, ist folgende Datei. Ich weiß gar nicht, ist es die Datei? Ja, es ist die Datei. Denn dieser Ordner muss wo eingefügt werden. Das heißt, mit Steuerung C oder eben hier auf Kopieren, kopiert ihr die Datei, geht jetzt in den CEMU-Ordner auf Graphic Packs und fügt den hier ein. Hier gehen wir nochmal rein, klicken auf Rules und können das hier in 144 ändern. Für die Leute, die jetzt doch 144 FPS haben wollen oder eben dieses Programm hier nicht installieren wollen, das hier auf 144 FPS haben, dann habt ihr auch kein Cap drin, aber das hier auf jeden Fall unter den Graphic Packs installieren. So, das heißt, wir starten wieder CEMU und jetzt geht es im Spiel auf jeden Fall weiter, beziehungsweise im Spiel Pack. Denn hier haben wir jetzt folgendes: Edit Graphic Packs und Edit Game Profile. Starten wir mal mit Game Profile, denn hier wählt ihr jetzt folgendes aus: Mein Prozessor kriegt das hidden. Deswegen, ich habe ja den Ryzen 7 3800 XT Prozessor. Deswegen klappt das bei mir ohne Probleme, aber auf jeden Fall ist es gut, wenn ihr das hier auf das Höchste stellt. Und hier bei Graphic schaltet ihr auf True, bei Controller wählt ihr immer hier X aus, beziehungsweise eigentlich ist nur Controller 1 X wichtig, weil ihr mit dem ja das steuert, aber ist eigentlich auch nicht so wichtig. Dann habt ihr das hier eingestellt. Das Wichtigste kommt jetzt aber hier. Und zwar klicken wir, sobald wir das aktiviert haben, erstmal hier auf Download Latest Community Graphic Packs. Nichts ist verfügbar, weil wir das schon mit gedownloadet haben quasi. Und hier haben wir jetzt The Legend of Zelda Breath of the Wild und hier können wir alles einstellen. Hier können wir Cheats anmachen, die hier schon dabei sind. Ich öffne einfach mal alles und gehe dann alles durch, was ihr dann auch am Schluss aktiviert. Cheats, da möchte ich erstmal nichts aktivieren, weil es halt nicht wichtig ist. Bei den Mods kann man jetzt noch hier quasi ganz spezielle Sachen aktivieren, wie zum Beispiel, dass das am Schluss ein bisschen plastikmäßig aussieht. Das ist aber jetzt nicht relevant. Das Relevanteste ist jetzt erstmal FPS. Ich habe hier bei 60 FPS bzw. bin in den Einstellungen gegangen und bei mir sieht es so aus. Mehr brauche ich nicht und 60 FPS reichen für mich vollkommen aus, wenn ich weiß, dass dann die Performance mehr ins Spiel reingeht, anstatt auf die FPS-Anzeige und dass ich es halt auch später streamen und aufnehmen kann. So, hier können wir noch das Wetter einstellen, ist jetzt für mich nicht so relevant, also brauche ich jetzt nicht, aber was ihr dann einstellt, ist bei mir zum Beispiel hier Grass Swaying. Das ist auch hier für Vulkan oder Vulkan, wie man es halt ausspricht. Und das ist ja die Datei, die wir hier nutzen. Klickt die bitte nur an, wenn es für euch auch wichtig ist, wenn ihr eine GPU, eine AMD-GPU habt, also Grafikkarte AMD, dann wählt ihr das hier aus. Wenn ihr Nvidia habt, wählt ihr das aus. Wenn ihr es gar nicht wollt, dann braucht ihr es auch nicht auswählen. Für mich ist das und ihr wählt Reshade aus. Reshade haben wir zwar jetzt noch nicht installiert, aber installieren wir später und deswegen können wir das hier auch schon mal auswählen, beziehungsweise ist eigentlich nicht so wichtig, wir wählen es ja später eh nochmal aus, aber für euch, das hier ist dafür, dass wir dann später auch Reshade verwenden können. Ich glaube, das Wichtigste ist hier aber die Graphic-Option, denn hier sehen wir jetzt, dass es halt original nur in HD läuft, ich habe aber einen Full-HD-Monitor, also wähle ich hier Full-HD aus. Hier können wir noch die Shadows auswählen,
Bei mir lasse ich es jetzt auf 100%, dann flackert halt ein bisschen, aber ihr könnt da selbst, wenn ihr einen besseren PC habt, auch auswählen, ob ihr es auf High, Ultra oder Extreme macht. Das ist komplett eure Entscheidung. Und das war's hier eigentlich mit dieser Einstellung. Kurz nochmal hier draufklicken. Ja, das Beste. Und jetzt könnt ihr das Spiel starten. Dazu gehe ich hier mal kurz wieder in den Vollbildmodus. Bei mir hier oben steht jetzt, dass ReShade 491 bereits installiert ist. Das ignoriert am besten. Das war, weil ich vorhin das Ganze schon mal gemacht habe, um zu gucken, ob alles funktioniert. ReShade sollte aber bei euch noch nicht installiert sein und deswegen diese Nachricht hier oben sollte bei euch auch nicht zu sehen sein. Was ihr hier allerdings sehen solltet nach dem zweiten Start, sind die DLCs, die hier angezeigt werden. Und man sieht direkt etwas, und zwar, dass die DLCs bzw. das hier rumswitchen eine höhere FPS-Rate hat. Genauso wie hier drinnen auch. Reinzugehen hat eine höhere FPS-Rate und jetzt starten wir das hier einfach mal. So, wenn wir drinnen sind, sollte es bei euch so aussehen und man merkt direkt, es läuft flüssig und es sieht auch schön aus. Die Grafik haben wir jetzt selber hochgestellt, die FPS-Rate haben wir angepasst, sodass es sich hier auf jeden Fall bewegen lässt. Jetzt können wir auch noch wegen der Sprache gucken. Ob sich die Sprache halt jetzt ins Deutsche verändert hat. Wenn nicht, müsst ihr das nochmal einstellen, aber sollte. Dies ist der Shika-Stein. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Die Stimme hat sich auf jeden Fall verändert ins Deutsche und ihr seht auf jeden Fall, dass das Ganze hier schon mal viel, viel besser aussieht als vorhin und es natürlich auch schon mal gut läuft. So, lassen wir das hier mal kurz durchlaufen. So, das nächste, was wir hier nämlich machen, ist ReShade zu installieren. Das ist auch das Einzige, was hier quasi noch übrig ist. Übrigens, dieser Ordner hier, falls der hier euch verwirrt hat, tut mir sehr leid, der ist aus Versehen hier drin erstellt worden, weil ich dachte, dass man das noch mit etwas anderem dazu machen müsste, aber brauchen wir nicht. Auf jeden Fall geht es jetzt mit ReShade weiter und ReShade ist auch mit dieser Blue Legacy ReShade-Version sehr, sehr wichtig. Um ReShade zu benutzen, müsst ihr einfach downloaden, wie ich es euch am Anfang gezeigt habe. Dann solltet ihr das hier bekommen und das hier aktiviert ihr jetzt. Es war jetzt zwar schon ReShade drauf installiert, weil ich das halt schon vorher ausprobiert habe, aber ich zeige euch hier trotzdem natürlich, wie man ReShade installiert. Ihr klickt hier drauf, wählt dann hier bei eurem Ordner die CEMU-Version hier aus und darauf wird dann ReShade installiert. Hier müsst ihr Vult, also Vulkan, Vulcan auswählen, je nachdem, wie man es ausspricht, da ihr es ja darauf installiert, der ja diese Version nutzt. Wie gesagt, wenn ihr dort OpenGL auswählt, laggt es am Schluss übertrieben und ihr braucht extreme Leistung dafür. Und hier drauf funktioniert es flüssig und sieht gut aus. Hier können wir jetzt die ganzen Packs auswählen zum Installieren, die man dann am Schluss nutzen kann. Ein kleiner Tipp für euch, wählt alle aus und klickt dann auf OK. Dann installiert sich jetzt quasi ReShade auch da drauf. Und das sollte jetzt nicht ganz so lange dauern. So, sobald es fertig ist, klickt ihr einmal nochmal hier drauf. Kurz bei mir schwarz. So, dann müsst ihr es auch bestätigen. Dann habt ihr es hier bestätigt und könnt es auf jeden Fall schließen. Jetzt habt ihr ReShade runtergeladen. Jetzt habt ihr hier noch die Blue Legacy ReShade Version 0.3, das ist nämlich eine quasi Template-Version, wie man dein ReShade benutzen kann. Was das genau bedeutet, zeige ich euch gleich. Ihr kopiert die, geht auf jeden Fall in die CEMU-Datei rein, hier in den ReShader, beziehungsweise ihr geht einfach nur hier rein und fügt es dann ein. Mehr macht ihr nicht und mehr braucht ihr auch nicht. Und damit habt ihr eigentlich schon so gut wie alles gemacht, um es halt zu installieren. Ihr habt hier alles benutzt, was man benutzen sollte und weiter geht's jetzt halt wirklich nur noch mit CEMU und dem Spiel dann an sich. Deswegen starten wir das Spiel ganz einfach mal. So, wenn ihr es geöffnet habt, sollte bei euch hier oben auch direkt das hier auftauchen und eventuell hier unten wie bei mir auch eine rote Fehlermeldung. Und zwar, wenn wir jetzt Position 1 drücken, sehen wir direkt Some effects failed to compile emotionblur.fx. Dieses Datei hier verursacht gerade quasi Fehler. Deswegen gehen wir hier einfach nochmal kurz raus,
Gerade ist es für euch schwarz. So, gehen wir hier mit Escape nochmal kurz raus. Ups, jetzt warte. So, wenn ihr das Spiel jetzt mal kurz geschlossen habt, müsst ihr wieder in euren Ordner rein. Und jetzt habt ihr den Vorteil, dass ihr alles auf dem Ordner gelöscht habt. Denn jetzt suchen wir hier nach der Datei Emotion. So. Inhalt des Ordners wird aufgelistet. Sollte jetzt nicht so lange dauern. Aber hier seht ihr auch die Datei Emotion Blur FX. Die löscht ihr jetzt einfach raus, weil die verursacht Fehler und ist ja auch nicht mehr relevant. Deswegen hier löschen. Element wurde nicht gefunden, weil wir es eben gerade schon gelöscht haben. So, es gibt aber nicht nur das. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier noch eine wichtige Info, und zwar die mxao.fx-Datei müssen wir auch löschen. Die können wir hier jetzt rein theoretisch auch suchen. Einfach mxao eingeben. Hier sucht er jetzt. Und dann haben wir hier auch die Datei, die löschen wir auch einfach mal raus. Wenn ihr die beiden Dateien dann am Schluss rausgelöscht habt, öffnet ihr einfach wieder Cemu und dann sollte diese Fehlermeldung bei euch auch nicht mehr auftauchen. Mal sehen. Und wie ihr sehen könnt, taucht es nicht mehr auf. So, wir gehen dann erstmal hier wieder rein. Und nur so für euch jetzt, das Problem bei diesem Spiel, beziehungsweise hier in der Aufnahme ist, das Spiel kann nicht korrekt aufgenommen werden, wie ihr sehen könnt. Denn wenn ich jetzt dieses Spiel hier im Vollbildmodus aufnehmen würde, würdet ihr erstmal manche Sachen nicht sehen und es laggt viel doller, beziehungsweise eben in der Testaufnahme hat man gesehen, dass es halt einfach viel doller laggt, wenn man eine Bildschirmaufnahme macht. Weswegen ich quasi hier Cemu als Fenster an sich nochmal aufnehme. Aber wenn ich es als Fenster aufnehme, sieht man natürlich das Spiel an sich nicht, beziehungsweise alles andere nicht. Deswegen tut mir leid, falls jetzt die FPS nicht die besten sind. Und jetzt hat es sich schon wieder aufgefangen, das ist halt auch so ein Problem. Auf jeden Fall, so sieht das Ganze hier jetzt oben auf und hier sieht auch direkt, wir müssen Position 1 auf den Num-Tastaturpad hier rechts drücken. Und hier können wir dann, also kommen wir direkt hier ins Tutorial rein. Ich mache das Ganze mal so für euch. So, wir skippen jetzt mal das Tutorial. Auf jeden Fall, hier können wir jetzt das Spiel so einstellen, wie wir es wollen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel so ein bisschen Cartoon-mäßig machen, so Sketch-mäßig. Wir können hier jetzt quasi das Spiel so anpassen, wie wir es haben wollen. Und ja, das hier ist quasi Reshade. Man kann hier wirklich so vieles machen. So unfassbar vieles. Ich kann euch dann nur empfehlen, probiert euch darum, macht das, was euch gefällt. Aber wir haben ja eine Template persönlich selber heruntergeladen. Und zwar die Blue Legacy heißt die, glaube ich. Die müssten wir jetzt hier auswählen. Ganz genau, Blue Legacy Reshade Version. Und dann seht ihr in-game auch das. Und, oh Gott. Mit Position 1 schließt sie das auch wieder. Begib dich zu dem Ort, den der Shika-Stein dir weist. Und das ist quasi das Reshade, was ich auch ganz am Anfang benutzt habe. Ihr seht hier jetzt allerdings was, und zwar, dass das alles ein bisschen zu scharf ist quasi. Zu scharf mit zu vielen schwarzen Rändern. Und zwar ist das folgendes, das ist dieser Effekt hier. Nein, nicht der, der Effekt hier. Hier wäre jetzt alles weich. Und da das natürlich ohne das auch nicht gut aussieht, können wir hier einstellen, wie viel das ist. Ein Wert, den ich euch empfehlen würde, weil ich den selbst auch benutze, ist 400. Ab 400 sieht das wirklich schön aus. Und kurzer Vergleich, so sieht es ohne aus und so sieht es dann halt quasi, ja, mit aus. Man merkt definitiv einen Unterschied und so sieht es in meinen Augen auf jeden Fall viel besser aus. Mit Position 1 macht ihr es wieder weg. Ich ziehe mal kurz die Kleidung an. Und es funktioniert auch ohne Probleme. Das heißt, ich gehe hier wieder in den Vollbild rein. Kann sein, dass es für euch jetzt ein bisschen laggen wird in der Aufnahme, aber für mich an sich laggt es hier nicht. Auf jeden Fall könnt ihr hier natürlich die ganze Zeit auch immer noch selbst einstellen, was ihr denn eingestellt haben wollt. So, beispielsweise bei mir hier oben, die Herzen und so weiter sind unscharf und das
Will ich persönlich nicht. Ist jetzt natürlich blöd, dass das hier jetzt da drüber ist, aber kann man natürlich nochmal separat hier einstellen. So, dann schaue ich mal, was dafür verantwortlich ist. Ja, hatte ich mir schon fast gedacht, das hier ist dafür verantwortlich. Den können wir jetzt selbst einstellen. Enable Autofokus. Ja, jetzt sieht es so aus. Ich würde sagen, das hier schalten wir einfach mal aus. So ist alles die ganze Zeit scharf. Zumindest könnt ihr euch da ein bisschen selbst ja, nachgucken. Denn hier gerade flackert es so ein bisschen, wenn man hier so rangeht. Mal sehen, ob ich. Ist das weg, wenn ich das hier anschalte? Nein. Auf jeden Fall, hier könnt ihr immer noch selbst gucken, was ihr denn jetzt wirklich mögt und was für euch am besten ist. Für mich beispielsweise sind diese Einstellungen jetzt gerade einfach am besten. Ich weiß gerade gar nicht, ob die Herzen ganz am Anfang, die Version, die ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, auch so verblurrt waren oder nicht. Aber für mich ist es so, wie es jetzt aussieht, am besten. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, dasselbe jetzt hier auch nochmal mit Dings einstellen. Und zwar extra hier nochmal ein paar Sachen einstellen, wie zum Beispiel, nicht über Einstellungen, sondern natürlich über Grafikpakete, Mods, dann Tageslänge, würde ich mal sagen 15 Sekunden, genauso wie das Wetter. Ich möchte euch nämlich zeigen, wie es ist, wenn es regnet und ein heftiger Sturm kommt. Ja, dann geht ihr hier einfach kurz mal in zum Titelbildschirm zurück. Ich gehe dann kurz wieder auf Vollbild. Geht wieder in das Spiel rein. So, gerade ist voll schwarz. So. Und ihr seht, das sieht auch wirklich schon schön aus. Das sieht wirklich, wirklich schön aus, meiner Meinung nach. Und jetzt sollte sich der Tageszyklus auch sehr verändert haben. Nein, noch nicht. Das passiert aber, sobald ihr den alten Mann da unten trefft und bei ihm quasi Bescheid sagt. Ihr könnt natürlich jetzt persönlich auch noch ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel halt, wenn euch das zu grau ist, sage ich mal, oder zu generell dunkel, könnt ihr das alles noch hochstellen. Für mich ist diese Einstellung, so wie es jetzt gerade ist, am besten, weil sie halt einfach am schönsten ist. Für mich. Kurzer Vergleich, wie es ohne aussieht. So sieht es ohne aus. Und mit sieht es so aus. Damit war es das aber eigentlich auch mit dem Video hier an sich. Und jetzt zeige ich euch einfach nochmal kleine, ja, Übergänge, wie es von der originalen Wii U-Version in der jetzigen Reshade-Version dann aussieht. Also freut euch darauf. Ach ja, ganz vergessen, wenn ihr Reshade verwendet, müsst ihr hier auch Reshade aktivieren. Das ist wichtig. Das habe ich jetzt nicht gemacht, tut mir sehr leid, aber ihr müsst hier Reshade auch aktivieren, damit es auch funktionsmäßig funktioniert, damit es halt einfach gut funktioniert. Okay.
bist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen.